Steglitz, okay. Und was macht dein Herz? Oh, es pochert. Es pochert, okay. Dann pass auf, gleich geht's nämlich los. Denn für alle, die es nun gar nicht mehr abwarten können, fallen die Jungs, bleiben noch ein Weilchen. Es gibt gleich noch ein Interview und noch einen zweiten Titel. Aber jetzt erstmal live am Klavier bei 1199. Take that! I can't decide if I should read or think. I keep an open mind till the day sets in. Hear you call me, I'm so willing to call back. Thinking too, why can't I wake up with you? So you're there when I open my eyes. Baby, why can't I wake up with you? You're my life, you're my life. Why can't we dream the same night? So you're there when the dark turns to light. Na, Tommy? Gleich ist es soweit. In wenigen Momenten sind Take That live bei uns bei 1199 auf der Bühne. Noch einen Moment Geduld, Leute. Ihr hattet ja eine Menge Post an uns geschickt. Viele, viele Fragen und ganz viele Küsschen, die ich an die Jungs geben soll. Seid nicht sauer, das mit den Küsschen, das lasse ich sein. Aber das mit den Fragen, das machen wir. Hier ist ein bisschen Post, die könnt ihr schon haben. A little bit post of you, for you. Take that, please. Und hier das haben bitte. Wir zum Beispiel für Robby. Das ist für Robby. Das ist für Robby von Carola. Das passt nicht über meinen Kopf, der Kopf ist wohl zu groß, dann mache ich es mir übers Handgelenk. Hier ist der Brief, vielen Dank. Und jetzt habe ich ein paar Fragen. Fangen wir doch an. Carola von Belmeda fragt, ihr singt sehr oft von sexy blonden Mädchen, ich habe auch schwarze Haare und ich bin nicht so sexy. Könnt ihr mich dennoch lieben? Kriege ich eine Chance? Na, eigentlich war es ja für Robby bestimmt, aber kann ich trotzdem darauf antworten? Ich persönlich mag brünette, dunkelhaarige Mädchen. Oh, ich wusste gar nicht, dass einige unserer Titel von blonden Mädchen handelten. Nein, wir haben da keine Kontrollisierung vorgenommen. Wir haben einfach gesagt Mädchen. Du liebst also alle Mädchen, ja. Dann die nächste Frage. Von Anja Dön aus Stralsund. Sie fragt, kann ich die Jungen sehen? Gute Frage, ohne T-Shirt. Ich möchte mir mal ihre nackten Körper ansehen. Wollt ihr eure Körper zeigen für Anja? Nein, warum nicht? Nein, ich ziehe mich nicht gerne aus vor aller Öffentlichkeit. Dann müsst ihr mich schon dafür bezahlen, wenn ich es machen würde. Ah, okay. Und Jason, your body? Vielleicht später, privat. Und Jason, dein Körper, habe ich ja schon gezeigt. Wonderful, great. Yeah, you're all sweat. Thank you. Jana Schulz, wrote, I saw Jana Schulz hat geschrieben, ich habe Robby auf Bildern gesehen mit einer Brille. Brauchst du die wirklich oder ist das nur aus Spaß? Nein, die brauchte ich, bis ich sie verloren habe. Unterwegs, von Miami nach Los Angeles. In der Straße? Im Auto? Nein, im Flugzeug. Leider verloren. Also wenn irgendjemand noch eine Brille übrig hat, dann kann er sie uns zuschicken und dann werde ich die für euch tragen. Ute Weber has a question. Ute Weber hat auch eine Frage. Howard. An Howard. Yeah. Howard. Do you have a girlfriend? Hast du eine Freundin? I want one. No, I'm looking for one. Nein, ich will aber eine haben, ich suche eine. I give this address. That's her address, mate. Na schön, okay. Dann gebe ich ihre Adresse. Good. And the other guys, have you girlfriend? Und die anderen Kumpel, habt ihr eine Freundin?
Actually, Thomas, eigentlich, Tommy, sind wir so beschäftigt, wir reisen so viel, wenn so viel unterwegs, sodass es schwierig ist, dass wir eine feste Beziehung eingehen. Aber irgendwann hoffen wir, dass wir eines Tages uns niederlassen können, eine Familie gründen können, wie alle normalen Jungen. Na, ich habe viele Freundinnen und ich suche noch mehr Freundinnen. Also ich bin immer auf Suche. Na, ich bin so ein kleines Früchtchen. Na schön, letzte Frage an Mark. Die Leute sagen, du bist das Sexsymbol und du kriegst den Titel Boy mit dem größten Sexappeal. Was braucht man, um diesen Titel zu bekommen? Na, ich würde sagen, man muss einfach die größten Augen haben, großen Mund haben, das größte Lächeln. Ich glaube, das braucht man. Kannst du bitte mal in die Kamera schauen und mal lächeln? Das ist ein schönes Lächeln. Nein, ich weiß eigentlich nicht, was man dazu braucht. Also ich finde die anderen Guys sexy. Gut, jetzt ist es gleich soweit. Die Jungs machen sich nochmal frisch und dann geht's los. Take That bei uns auf der Bühne. Aber vielleicht noch ein so ein kleiner Winke-Winke-Gruß. Some greetings to the viewers. Noch ein paar Grüße an unsere Zuschauer. To the viewers in the camera. Now, guckt in die Kamera. Dann möchte ich jedem danken in Deutschland dafür, dass sie uns unterstützt haben. Wir kommen bald zurück, machen eine Tournee hier. Berlin ist ein wunderbarer Ort und der Rest von Deutschland ebenfalls. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Okay, thank you very much. I think that's all. Thank you.